bin der Wickerl Hagen, ich bin der Wirt vom Löhnbräu Z und bin der Wirt vom Unionsbräu. Bin verheiratet seit 45 Jahren mit der Christa Hagen und habe eine Tochter, die mit Wirtin ist und verheiratet ist. Zwei Enkel habe ich noch und mein Schwiegersohn, der Michael, ist auch mit dabei. Und ich möchte Ihnen sagen, wie die Wiesn eigentlich für uns angeht. Herr Prim, habe ich die Ehre. Grüß Gott. Grüß dich, Herr Prim. Wie geht's? Gut, hör mir nur gut. Also wenn die Wiesn angeht, das heißt, wenn der Aufbau beginnt, und das ist meistens an einem Montag und am Freitag vorher, kommen dann die ersten Lastzüge schon, die das Material anliefern. Es schaut nur leer aus, gell, wenn nichts los ist. Und das ist eine alte Tradition, dass ich da mit dabei bin und eigentlich die Bauarbeiter mit begrüße. Das gehört dazu, man sieht die leere Wiesn und dann geht's um. Heute laufen des Tages kommen noch 8 LKWs. Nur 8 kommen heute? Heute ist Löhnbräu da. Komplett. Ja, stark. Und das macht halt auch Spaß, wenn man dann diese Leute nach einem Jahr wieder sieht. Gibt es da so eine gewisse Erregung, die einpackt, wenn da die ersten LKWs kommen? Die Wiesn selber ist keine Erregung. Die Wiesn ist eigentlich ein Fieber. Wenn ich Mitarbeiter frage, ob sie nächstes Jahr wieder kommen, und ich frage sie am Ende der Wiesn, da kommt keiner mehr. Die sind satt bis oben hin, die wollen den Lärm nicht mehr haben, die wollen die Menschenmengen nicht mehr haben, da spielt das Geld, das sie verdient haben, keine Rolle. Man will seine Ruhe haben, man will von der Wiesn nichts mehr haben, die Wiesn ist vorbei und nie wieder Oktoberfest. Sagst du das so? Und Weihnachten kommen dann die ersten Karten und wenn ich dann meine Arbeitsverträge rausschicke, und die schicke ich ja immer auf Verdacht raus, dann ist es erstaunlich, wenn von 165 Bedienungen 161 wieder zusagen und schreiben, dass sie wieder kommen. Und das ist für einen Außenstehenden vielleicht nicht begreifbar und nicht verstehbar. Keine Weißwurst geplatzt. Nein. Nein. Das war nur in der Früh. Prost. Prost. Aber das Bier gehört zur Wiesn. Prost. Hagen, jetzt haben wir Mitte Juli. Wie ist denn so der Zeitplan jetzt? Das Ganze ist ja wie eine große Maschine. Also heute ist ein Zahnrad da, das ist er. Er fängt das Abladen an. Dann kommt der Architekt, kommt raus, dann kommt der Elektriker, wenn der da ist, und dann fängt der Elektriker mit seinen Leitungen zu liegen an. Also da ist der Boden noch nicht drin vom Zelt. Und wenn der Boden dann kommt, der Maler und der Dekorateur. Und dann werden die Grenze hochgezogen von den Lampen, dass man unten Platz hat, dass man das Inventar reinfahren kann. Und es funktioniert einwandfrei. Wenn das nicht so eingespielt wäre, braucht man die dreifache Zeit, als wir jetzt. Wann greifen Sie denn ein ins Geschehen hier richtig? Ich mache das ganze Jahr wissen. Ich brauche bis Allerheiligen, bis alles verrammt ist. Und im Januar fange ich wieder an mit den Vorbereitungen. Für mich ist Wirt zu sein auf der Wiesn, ist wie eine Olympiateilnahme. Und erwartet Gold dieses Jahr? Es ist immer Gold. Das sind die ganz normalen Greiherden beim Abend. Ja, schau, die schön mager sind. Wenn man sowas dann gereiht hat und auf Ding drauf tut, auf die kalten Platten, dann essen es die Gäste. Ja. Weil wenn das zu fett ist, dann kommt es wieder so wie nur wie es war. Das kann ich da aber auch gereiht und kocht fertig geben, dass es nur noch schneiden muss. Und wenn er nicht schneiden mag, schneidet er es immer. Nein, das schneiden wir schon selber. Das ist euch hier. Dann rufe ich einen Wein an, der
der soll die Karten bringen. Ja. Rainer, jetzt ist der Herr Hagen da, sei so gut und bring mal das Brotzeitbrettl-Sach. Gell? Was? Da kommen die Bedienungen um 5 Uhr und stellen 20 Platten für jeweils 10 Leute. Und die müssen innerhalb von 10 Minuten fertig sein. Okay. Jetzt muss der bloß noch so reinklangen und das drauf tun, dekorieren. Und der zweite tut ein Drahtiserl drauf oder ein Radi und ein Brezel oder was halt dazugehört. Jetzt ist er da, schön. Da steht es im Binden rein, einer. Ja. Da braucht man noch ein scharfes Messer. Genau, genau und so fertig geschnitten. Zwei dünne Scheiben drauf, Träger der Farbe. Ohne Binden. Mir schon wieder, oder? Das ist jetzt die Krakauer Luft getrocknet. Ja. Das ist die, die wir zum Schluss gehabt haben. Schreibe da auf, macht mir Notiz und die schickt das. Okay, dann brauchst du nicht schauen. Herr Hagen, nach was für Kriterien komponiert man denn so eine Wurstplatte? Am ersten, was der Gast mag. Das ist das Wichtigste. Der Gast soll eigentlich alles das mengen und essen, was auf der Platte drum ist, der soll nichts zurückschicken. Nicht, weil man es wegschmeißt, sondern weil es einfach ein Geld kostet. Und das zweite Kriterium ist das, dass der Koch das herrichten muss und dass er das schnell herrichten muss. Er hätte da eh nicht gemacht. Was sehr wichtig ist, ist auch das, was wir beide ja wissen, wie viel das wir brauchen. Und wir können das dann in den. Ich kann Ihnen am Sonntagabend sagen, wie die Wiese im Punkt der kalten Platten läuft. Das ist die Erfahrung. Und es soll ja nichts überbleiben. Und das ist voriges Jahr vom ganzen Oktoberfest an der kalten Ware, ist nicht mehr überblieben, was jetzt da dort ist. Und das sind ja Mengen, die da verzehrt werden. Und das nehmen wir am nächsten Tag zum Frühstück her, wenn wir das Zelt ausräumen. Also praktisch gar nichts. Und das ist die Erfahrung, die eigentlich wir beide haben. Die Mitarbeiter von mir, die Wiesen betreuen, sind schon 10, 20 und 30 Jahre dabei, die wissen auch genau, was läuft. Und wenn wirklich was ausgeht, dann ist die Nähe zur Wiesen ja da. Wir sind in 20 Minuten dort, dann fällt sich auch nichts. Und erreichbar sind wir immer. Da kommt der Metzger dann. Und hat einen Sackl Schweinswürstel auf der Schulter. Der fährt mit dem Kühlwagen bis zur Wiesen, weiter darf er nicht fahren. Und dann läuft er im Laufschritt rein bis ins Zelt, dann bringt er es. Passiert nicht bei uns, weil wir es nicht brauchen, aber es wäre möglich. Sollen wir schneiden oder schneidest du? Können wir schneiden, oder? Die schneiden wir. Ich habe 1956 angefangen, eine Metzgerlehre zu machen. Habe 3 Jahre Gastwirtsmetzger gelernt. Das ist ein ganz bisschen Unterschied zum normalen Metzger. Gastwirtsmetzger muss also auch über die Getränke Bescheid wissen, über die Weine, über das Wild, über Fische und wie man die Sachen küchenfertig herrichtet. Und dann, nachdem ich die Prüfung gemacht habe, habe ich noch 2 Jahre Koch gelernt, habe auch die Prüfung gemacht als Koch und dann zum Schluss noch 2 Jahre Kellner. Habe da auch noch die Prüfung gemacht, dann war ich zur Ausbildung, muss ich also heute noch Dankeschön sagen, bei meiner Mutter, die hat mich da ins Ausland lassen. Ich war ein Jahr in Frankreich beim Arbeiten, zuerst in Paris und dann in der Bretagne. Und dann war ich noch ein Jahr in Amerika, in den USA. Da war ich dann Captain in einem Restaurant mit 21 Jahren. Also das war schon gewöhnungsbedürftig für mich und ich hoffe nicht für die Gäste in Amerika. Der Aufbau dauert 9 Wochen. Und der geht mit 9 Arbeitern an. Das sind 9 Zimmerer, die das Gerippe aufstellen und die Planen ziehen und die Seitenwände einbauen. Dann kommen die Elektriker dazu, die Maler, die Wasserinstallateure, die Dekorateure. Und so wächst das auf. Und wir haben teilweise bis zu 50 Mitarbeiter, die am Tag das Zelt aufbauen. 9 Wochen Aufbau, 4 Wochen Abbau.
Aufbau und Abbau und die Lagerung dieses Zeltes, das sind Summen, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das Löwenbräu Zelt kostet jetzt 1,8 Millionen Euro. Da kommt zum Beispiel der Küchenboden. Küchenboden kostet ungefähr 30.000 Euro, den reinzumachen aus Beton. Der muss nach der Wiesn wieder weg. Die Wiesn muss nach der Wiesn wieder als Schotterwiesen übrig bleiben, ohne dass da Zigarettenkippen oder Kronenkorken drauf sind. Wie schwer ist denn der eigentlich? 800 Kilo schätze ich, ja. Haben wir mal geschätzt und ausgerechnet? So 800 Kilo wird er haben. Der Löwenbräu-Löwe, der am Eingang sitzt, der sitzt also schon sehr lange. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr. Ich weiß nur, dass 1949 und 1950 der Löwe aus Sperrholz war. Und dann ist das Sperrholz abgelöst worden durch eine Pappmaché-Figur. Und hat sich diese Figur auch bewegt, hat also dann den Maskerl immer gekommen und hat Löwenbräu geschrien und dann sich ein Bauch gerieben. Und jetzt haben wir diesen Löwen in Plastik und die Leute, das ist ein Anziehungspunkt für die Wiesn. Der Löwe, wenn er mal aussitzt durch einen technischen Defekt oder was, sei die Sicherung rausgefallen, nach 3 Minuten ist der Erste herin und schreit, der Löwe brüllt nicht mehr. Oder ich kriege einen Anruf, sie, was ist mit ihren Löwen los? Die Augen sind so matt und der Schwanz ist nicht gebürstet. Das interessiert normalerweise keine Menschen. Aber auf der Wiesn kriegst du solche Anrufe und dann